Hallo Leute, willkommen zum heutigen Keef Talk. Es gibt viele Meinungen über Cannabis, es gibt viele Befürworter, es gibt aber auch viel Kritik. Es gibt also vieles, das wir wissen und auch vieles, das wir nicht wissen. Deswegen, hey, lasst uns doch darüber sprechen, hier und heute bei uns beim Keef Talk. Mit dem Talk haben wir eine Plattform, eine Community ins Leben gerufen, wo jeder zu Wort kommen kann. Wir sprechen mit Ärzten, mit Experten und auch mit Betroffenen und vielen mehr. Die heutige Runde, die beschränkt sich aber auf zwei Personen, die auf den ersten Blick, könnte man so sagen, sehr unterschiedlich sind. Wir sind gespannt, ob sie beim Thema Cannabis zusammenkommen. Er ist eine Deutschrap-Legende, hat Hip-Hop bei uns in Deutschland groß gemacht. Seit über 20 Jahren ist er erfolgreich im Musikbusiness. Und vor allen Dingen sind wir stolz auf ihn, dass er Mitgründer ist von Keef und damit auch unser Gastgeber Sido. Ihm ist wichtig zu zeigen, dass Cannabis mehr machen kann als nur High. Ihm gegenüber sitzt ein Mann, der seit 2005 Mitglied im Deutschen Bundestag ist. Seit 2021 ist er unser Bundesgesundheitsminister. Er ist studierter Mediziner, kennt sich also aus mit dem Thema. Und vor kurzem hat er den Gesetzesentwurf vorgelegt, mit dem Cannabis unter bestimmten Voraussetzungen und Auflagen legalisiert werden soll. Ich spreche von Professor Dr. Karl Lauterbach. Er sagt, Cannabiskonsum, ja, wird legalisiert, aber er bleibt auch gefährlich. Was er damit meint und was Sido dazu sagt, das hören und sehen wir jetzt. Let's Keef Talk. Hallo. Freut mich. Das freut mich auch. Gleich mal am Anfang, ich sage immer du, ist es okay? Alles okay, ja. Ich bin Sido. Ja, ja. Okay. Oder Paul, wie du möchtest. Genau, Sido dann, also dann bin ich Karl. Sido, hallo, Karl, das wäre das. Ja. So, alles gut. Darf ich dich gleich am Anfang mal fragen, wann hast du das letzte Mal einen durchgezogen? Das ist länger her, ehrlich gesagt. Ich habe nur einmal richtig konsumiert, ein richtiger Testkonsum, hat auch super gewirkt, aber dann, also ehrlich gesagt, weil es gut gewirkt, habe ich gedacht, da will ich mich gar nicht dran gewöhnen. So gut hat es gewirkt, da will man sich gar nicht dran gewöhnen? Wann war denn das ungefähr? Das ist ein paar Jahre her, aber hat gut gewirkt. Ja? Ja, ja, war genau. Wirkung war so, also ich hatte, war eine gute Wirkung und da habe ich auch gedacht, also daran will ich mich... Das ist zu gut? Da, ja, das nicht, aber daran will ich mich jetzt gar nicht gewöhnen. Das, also, aber war die Wirkung war direkt da, war überrascht, aber war da. Was war es denn gewesen? Gras? Ja, also die Details spielen keine Rolle. Aber ich war, also das hat einfach sofort gewirkt. War gut. Ja. Na gut. Wie machen wir das jetzt mit der Legalisierung? Wann geht's los? Da wann können wir endlich einen durchziehen? Also soll ja jetzt schnell kommen und also ich packe die Sachen gerne auch so an, dass es flott und gründlich geht. So gehe ich grundsätzlich ran. Ich hoffe daher, dass wir zum Jahresbeginn da legal unterwegs sein werden. Ja. Aber wie legal? Ja, teilweise legal. Teilweise legal. Ich habe ja gehört, es gibt diese Social Clubs, wird es geben, genau. Die werden auch so heißen? Ja, die kann man nennen, wie man will. Formal sind es Genossenschaften, aber Genossenschaften klingt ja ein bisschen altbacken. Ja. Ne, und von daher, wenn die sich Social Clubs nennen, alles gut, das wäre also kommt auf die Vermarktung. Aber es ist eine Art Genossenschaft. Kein Profit, Leute kommen zusammen, bauen an. Der Stoff also ist in guter Qualität dann da und es gibt Regeln, somit ein System, kein Markt, kein freier Markt wie in Amerika, kein Schwarzmarkt, genossenschaftlich, aber Social Club klingt viel besser. Klingt besser als diese Genossenschaftssache. Ja, ja. Finde ich schon. Also für vielleicht findet man noch einen deutschen Namen dafür, keine Ahnung. Ja, kommt noch. Das wäre für mich gut. Aber wie ist denn dann die Regel? Wenn ich das mal, also jeder dürfte anbauen. Erstmal Patienten, die wir jetzt im Moment können ja Patienten sowieso schon ihr Zeug bekommen in der Apotheke momentan. Aber dann ab Anfang nächsten Jahres kann jeder im Grunde einen durchziehen. Also unter 18 läuft gar nichts, da ist ein komplettes Verbot, da wird sich auch nichts ändern, okay. Weil das der Schwerpunkt auch ist, also wir wollen erreichen, dass sich unter 18 wirklich gar nichts tut. Da wollen wir auch strenger sein und aufklären und so weiter. Und bei den 18- bis 21-Jährigen, da ist der also THC-Gehalt noch gedeckelt, 10%, ja. Weil also wir wissen, dass diese höheren Dosierungen, die heute auf dem Schwarzmarkt unterwegs sind, dass sie zum Teil, wie das in der Fachszene heute heißen würde, die Birne beschädigen, also wo es tatsächlich auch zu Schäden im wachsenden Gehirn noch kommen kann, somit niedriger THC-Gehalt zu 18 bis 21, danach also regulärer THC-Gehalt, der dann auch nach oben ungedeckelt ist und
Die also Regeln sind so, also dass es eine Obergrenze gibt, die man in diesen Social Clubs kaufen kann. 50 Gramm pro Monat bei denjenigen, die also unter 21 sind, da sind es also 30 Gramm. Und 30 Gramm mit 10% THC. Genau, das ist also 18 bis 21, 30 Gramm mit 10%, sodass man da noch so, sagen wir mal, mit angezogener Handbremse ein bisschen unterwegs ist, weil da noch also tatsächlich mehr also Gefahr droht und danach also ganz regulär. Genau. Was heißt ganz regulär? Ganz regulär, ich darf man 25 Gramm also besitzen, mit Obergrenze Besitz, und 50 Gramm kann ich im Monat also im Social Club beziehen, wo ich Mitglied bin. Also 2x25 im Grunde sind das ja dann. Du kannst ja nicht, wenn ich nur 25 haben darf, kann ich 2x25. 2x25, also 2x25. Und so über den Daumen gepeilt, wir haben ja vielen also geredet. Ich bin da jetzt also auch jetzt ein bisschen also eingedacht und mit 50 Gramm also kommt man schon gut über die Runde. Der Konsum, der darüber hinaus ginge, wäre auch relativ also gefährlich. Will man nicht, will man nicht, willst du nicht. Ich nicht? Ich vielleicht schon. Wirklich? Mehr als 50 Gramm im Monat? Das schaffe ich, ja. Wirklich? Mhm. Oh, ich bin erstaunt. Also ich bin auch groß. Ich bin auch ein großer, stabiler Mann. Trotzdem, also mehr als 50 Gramm ist nicht so schlau, aber so ist es halt, muss man auch. Also da. Ich habe mir da vielleicht so ein anderes Level antrainiert. Kann das sein über die Jahre, dass ich mir... Nee, das ist ehrlich gesagt, das ist genauso, wie wenn man ständig Alkohol säuft. Die Leber wächst nicht, sondern wird schwächer. Und wenn man ständig also mehr als 50 Gramm da pro Monat reintut, dann wächst auch das Gehirn nicht, sondern muss man an die Reserven gehen. Aber der eine aber hat schrumpft ja, nicht. Schrumpft mein Gehirn jetzt? Nee, das Schrumpfen tut es nicht. Okay, gut. Aber der eine verträgt es ein bisschen besser, der andere ein bisschen weniger gut. Lange Rede, kurzer Sinn, muss man ja selbst wissen. Aber ich würde sagen, mehr als 50 Gramm pro Monat sind fast nie eine clevere Idee. Okay. Und ist also, aber wie gesagt. Leute, nicht mehr als 50 Gramm. Sagt Karl, weil, und ihr müsst euch da auch kein Beispiel an mir nehmen. Aber ich schaffe vielleicht mehr. Karl sagt am besten gar nichts, aber 50 Gramm ist wirklich, also da haben wir da eine Grenze eingezogen. Daher ist es nicht wirklich komplett legal. Aber warum sagst du am besten gar nichts und dann reden wir aber doch über eine Legalisierung? Hast du Druck bekommen vom Volk oder wenn es nach dir geht, würden wir es gar nicht legalisieren? Oder Legalisierung ist besser. Also ich glaube, dass wir die Augen aufmachen müssen. Das findet statt, es wird mehr konsumiert. Ja. Bei jungen Leuten. Also illegal. Illegal. Ja. Wird illegal mehr konsumiert, wird immer mehr konsumiert. Die Stoffe sind toxischer, weil viel höhere Substanzen, was früher konsumiert wurde, als ich noch in der Schule war und so. Und heute hat nichts miteinander zu tun. Der Schwarzmarkt versucht, Leute abhängig zu machen von Drogen, die viel schlimmer sind. Die anderen Drogen sind ja viel schlimmer als Cannabis, muss man ja sagen. Es gibt ja in dem Sinne eigentlich keine Cannabis-Toten, aber wir haben halt super viele Amphetamin-Tote, wir haben Kokain-Tote, wir haben Heroin-Tote, Opium-Tote, wir haben Alkohol-Tote. Also es gibt in all diesen Bereichen Tote. Es gibt in dem Sinne keine Cannabis-Toten. Aber trotzdem gibt es nicht, wahrscheinlich durch Cannabis. Genau, also Cannabis ist nicht also ungefährlich, führt zu Psychosen, führt zu Angststörungen, wenn man also das viel konsumiert. Es führt auch dazu, dass man sich vielleicht nicht so gut konzentrieren kann. Das spielt insbesondere mal wegen der Schule oder im Studium eine Rolle. Daher früher Konsum ist nie eine gute Rolle. Es ist tatsächlich schädlich. Es wäre schön, ich würde mich freuen, also als der Studienfreak, wenn die Studienlage so laufen würde, dass wir sehen würden, ist es dann doch nicht so schädlich. Aber medizinisch ist es ja trotzdem, ist es ja schon wirksam und wird es ja auch schon benutzt als Medizin. Genau, es gibt tatsächlich Patientengruppen, die davon profitieren. Ja. Und daher ist der Cannabiskonsum aus medizinischen Gründen, der ist richtig, der wird auch erstattet. Und können wir das mal auf, können wir da mal Beispiele nennen, wer das... Ja, wir wissen das zum Beispiel, dass bei bestimmten Schmerzzuständen, wo ich einfach chronisch Schmerz habe, dass die Leute einfach eine bessere Lebensqualität gewinnen können, wenn sie in Maßen konsumieren. Aber das ist nicht für jeden Schmerzpatienten. Da muss man vorsichtig sein. Und da muss man wirklich mit dem Arzt sprechen. Tourette ist auch etwas, wo auch die Symptomatik sogar etwas zurückgeht. Sehr zurückgeht. Da ist das also...
eine Möglichkeit. Es gibt ehrlich gesagt auch Menschen, die also in der Endphase einer Krebserkrankung eine Lebensqualität damit gewinnen können, die besser ist. Mhm. Somit aber da ist mein Rat der folgende. Oft ist der Wunsch, der sag doch mal, was sind die Diagnosen, wo das wirklich genutzt werden soll. Und da ist die schlauere Idee, dass man sich da nicht auf die Diagnose so stark konzentriert, sondern muss auf den Einzelnen passen. Da muss ich bei einem Arzt sein, der sich damit auskennt. Es gibt Ärzte, die in der Szene wirklich ein gutes Gefühl dafür haben, bei welchen Patienten sowas hilft und welchen nicht. Da ist es wichtiger, bei der richtigen Ärztin zu sein, als dass ich hier über Diagnosen also schwadroniere. Das ist trotzdem, es gibt eine Gruppe, wo das wirklich wirkt. Okay, aber der Arzt, wer auch immer das ist, muss sich ja selber dann damit auch auskennen und das überhaupt erstmal auf dem Schirm haben. Und so viele gibt es ja da irgendwie noch nicht. Wird mehr. Also ich glaube schon, Es wird mehr. Und es gibt auch mittlerweile da also Spezialistinnen und Spezialisten, die einen gut beraten, die übrigens dann auch sagen, nee, das ist für dich nicht. Das wird dir wahrscheinlich nicht helfen. Von daher, glaube ich, gehen unsere Ärztinnen damit ganz verantwortungsvoll um. Was wir halt Gott sei Dank nicht haben, diese rücksichtslosen Ärzte wie in den USA, die dort die Opioide also rausgedrückt haben, die sind ja viel gefährlicher, da sind Abhängigkeiten, also die dann nachher auch zum Übergang in andere Substanzen, die viel gefährlicher sind, also zur Folge haben Fentanyl und dergleichen, das haben wir nicht. Ja. Unsere Ärzte, die also Cannabis verschreiben, sind in der Regel hochseriös, da hat sich etwas aufgebaut, was richtig ist. Machen wir dann jetzt dieses, nennen wir es mal Halblegale, machen wir das denn jetzt erstmal, um es zu testen? Halbseidene, genau. Das ist Halbseidene. Machen wir das denn jetzt erstmal, um es zu testen, wie es wird, und dann irgendwann machen wir es dann, wie es uns andere Länder schon vormachen, so komplett legal und ich glaube, also oder wird das so bleiben? Ist das komplett legal, macht keinen Sinn. Also wenn ich komplett legal also sage, dann würde ich ja zum Beispiel legalisieren, dass jemand, ich sag mal, ein paar Kilo Stoff am Mann trägt. Wie will ich denn dann den Dealer noch unterscheiden von demjenigen, der für sich selbst konsumiert? Damit komplett legal, dann habe ich eine Lage, also der Schwarzmarkt blüht, weil ich dann quasi auch keine Regel mehr habe, wer darf anbauen, wer darf verkaufen, dann bist du vom Regen in die Traufe gekommen. Dann hast du über die Legalisierung einen Mega-Schwarzmarkt, so etwas Ähnliches wie in Holland. Das ist kein Beispiel für uns. Ich glaube, diese Idee halb legal klingt erstmal schlecht, ist aber die schlauere Idee. Aber in den anderen Ländern funktioniert es ja auch. Oder gibt es da Studien, Herr Studienfreak, gibt es da Studien, die sagen, das ist, funktioniert halt doch nicht so gut wie in Kanada oder Amerika? Die Studien zeigen, es klappt eigentlich, wo man zu weit gegangen ist, schlecht. Bleiben wir hier bei Holland. Bei Holland verknüpft man im Prinzip die Nachteile. Man hat es legal, den Konsum, aber gleichzeitig wird der Stoff auf dem Schwarzmarkt also gehandelt, vertickt und also mit toxischen Konzentrationen und Beimengungen ist der Markt da. Somit, ich verbinde dann die Nachteile. Ich habe legal auf der einen Seite, was eigentlich gut wäre, um den Schwarzmarkt zu bekämpfen, habe aber einen riesen Schwarzmarkt, weil im Windschatten der Legalität machen sich die Dealer und die Verbrecher breit. Das will auch niemand. Aber wie machen die sich breit? Ich verstehe das nicht. Wenn man jetzt den natürlich komplett den Wind aus den Segeln nimmt, in denen das halt legal ist. Nimmt man denen damit nicht den Wind aus den Segeln, den illegalen Herstellern? Wenn es voll legal ist, ich kann zum Beispiel jede Menge bei mir haben, wie will ich denn dann unterscheiden, ob jemand jetzt zufällig behauptet, er sagt, ja, aber die fünf Kilo, die ich da dabei habe, wenn man jetzt die Menge deckelt und sagt, okay, man darf nur so und so viel haben. Ja, aber dann ist das schon nicht mehr komplett legal. Irgendwann, aber legaler als jetzt. Ja gut, aber deine Position war ja komplett legal. Und wenn komplett legal ist, kann ich mit kiloweise Stoff durch die Gegend fahren, dann bin ich rucki-zucki in einem Schwarzmarkt, den ich nicht mehr in der Kontrolle habe. In Holland ist ja das System daher auch gescheitert. Die verbinden die Nachteile. Ich glaube, so eine halbe also Legalisierung, das klingt, so halbe Sachen klingen ja oft also als miese Kompromisse. Aber oft sind Dinge, die mit Augenmaß gemacht werden, gar nicht falsch. Wie wird es denn, wie kannst du denn kontrollieren?
Muss jede Charge, die irgendwo gemacht wird, muss die erstmal bei dir vorbei? Und du Nein, ich habe mit dem Zeug, also ich legalisiere, aber danach bin ich draus. Also bei mir Aber muss das trotzdem irgendwo bei euch erstmal vorbei und dann getestet werden? Nein, überhaupt nicht. Also diese Genossenschaften, da gibt es ein paar Regeln, dass da nicht mehr als 500 Leute also Mitglied sein sollen, dass ich keine Mega, also und das ist also ab und an eine Prüfung gibt, ob die Regeln eingehalten werden, aber so unbürokratisch wie geht, das machen die Länder, dass dann tatsächlich auch Buch geführt wird, was sind unsere Mitglieder. Das ist aber auch dann eine Buchführung, die nur prüft, dass da keine jungen Leute unter 18 drin sind oder dass da also die Regeln einigermaßen eingehalten werden. Somit, das wird schon recht unbürokratisch gemacht. Und dann ist der Anbau da. Es wird dann schon nachgewiesen, wenn ich im Club bin, dass der Stoff auch aus dem Club kommt. Das ist klar, ich kann dann nicht, also sage ich mal... Aber wer kontrolliert das? Falls ich erwischt werde von der Polizei und die Polizei sieht, ich habe so eine Packung dabei, die ich ja dabei haben darf, im Zweifel ab dem 1.1., wird dann trotzdem kontrolliert, wo habe ich das her und habe ich das jetzt von meinem Nachbarn gekauft oder aus dem Club? Ich glaube, die Kontrollen werden sich dann auf das konzentrieren, was wir wirklich verhindern wollen. Wenn dann jemand meinetwegen 20 Gramm oder 15 Gramm dabei hat und so weiter und so fort, da wird keine große Kontrolle kommen, woher hat er denn das? Mhm. Denn also wir wollen ja den Schwarzmarkt zurückdrängen und ich glaube, dass mit dieser Idee, diese Genossenschaften werden das ja billig herstellen können. Das ist ja also ein sehr unbürokratisches, simples System. Die Leute bauen selbst an. Es gibt keine Gewinnmarge, es gibt keine große, also teure Schwarzmarktszene, es gibt, und somit wird der Stoff relativ preiswerter sein. Und da werden sich viele halt in den Genossenschaften bedienen. Das ist jetzt zu kompliziert zu kontrollieren. Sind die 15 Gramm jetzt aus der Genossenschaft oder ist das doch vom Schwarzmarkt? Ich glaube, das wird in der Praxis keine Rolle spielen. Wenn aber dann jemand unterwegs ist und hat meinetwegen 200 Gramm dabei, dann weiß ich, woran ich bin. Ja, okay. Weil du halt nur 50 Gramm oder 25 dabei am Mann haben darfst. Okay. Genau. Somit ist das also, man darf den Kontrollaufwand sich überblühen. Wenn jemand ein Gesetz macht, dann wird immer zunächst einmal also argumentiert, das ist ein Bürokratiemonster. Aber ganz ohne Bürokratie kann ja den Jugendschutz nicht machen. Ich muss ja prüfen, sind die Mitglieder alle über 18. Ich muss prüfen, also wenn die sagen wir 18 bis 21 sind, wird nicht mehr als 30 Gramm abgegeben. Das sind so Sachen, wo ich einfach mit Stichproben dann mal reingehe und prüfe. Aber es ist ja kein riesiger Kontrollaufwand. Wenn ich überlege, was jetzt abgeht, also im Schwarzmarkt, wo also dann zum Teil Prozesse geführt werden gegen Leute, die 7 Gramm dabei haben. Mhm. Wenn ich schaue, dass Leute kriminalisiert werden, weil sie also meinetwegen 10 Gramm verkauft haben und so weiter. Das finde ich wichtig. Das ist doch einfach schlecht, das schadet allen. Der Konsum wächst, die Beimengungen also nehmen zu, toxische Beimengungen. Die Dealer versuchen ja, ich bin mit vielen Ermittlern auch im Kontakt, die Dealer versuchen, die machen ja das Geschäft nicht mit dem Cannabis, sondern die versuchen auf andere Drogen umzuhelfen. Und der Dealer versucht dann, also hast du das schon mal probiert oder da war letztes Mal was dabei, ist das gut bekommen und so, versuchen auf andere Substanzen umzusetzen. Und das ist mir noch nicht passiert. Das ist ja, du bist wahrscheinlich, da haben die Leute Angst vor dir, aber ich höre das stetig und ständig und das ist in Ermittlerkreis ist das also. Also Dealer nutzen das als Einstiegsdroge? Ja, um andere Sachen auch mitzuverkaufen. Okay. Das kann dir nicht entgangen sein. Es ist mir noch nicht passiert, ehrlich gesagt. Und ich kenne das halt, wenn du einen guten Dealer hast, der hat mehrere Sorten da. Und ich weiß nicht, ist dir bewusst, dass verschiedene Sorten auch unterschiedlich wirken? Ja, das und, ist... Und auch gerade medizinisch, dass man medizinisch halt sich eine Sorte aussucht, die dann am besten gegen deine Symptome ist und so weiter. Und genau, da gibt es Literatur zu. Ich muss dazu sagen, da bin ich nicht Experte. Aber offen gesagt, man muss ja ganz klar trennen zwischen dem normalen Konsum, über den wir jetzt bei der Legalisierung reden, und beim medizinischen Cannabis. Und dass beim medizinischen Cannabis also es sehr darauf ankommt, was ist das hier eigentlich für ein Produkt, das ist klar. Aber ich finde, es sollte da, wenn es schon legal wird, sollten wir grundsätzlich darauf hinaus hinarbeiten, dass es halt diese verschiedenen Sorten gibt, dass man viel besser aufgeklärt wird, was diese Pflanze kann. Und ja, dass man dann jetzt nicht nur high wird dadurch oder so. Nee.
Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Also ich glaube, dass, also daher ist die Arbeit, die du machst, aus meiner Sicht, also in dem Zusammenhang auch relevant. Das Ganze muss ja aus der Schmuddelecke raus. Ja. Derzeit ist es so, die Leute stolpern in den Konsum rein, wissen nichts. Kriegen eine Sorte irgendwie? Werden also dann auch oft, also konsumieren viel zu früh, wissen nicht, also was die Gefahren sind. Ich will das Ganze ja auch nutzen, um aufzuklären. Ich bin da der Gesundheitsminister. Ich finde, das ist für mich auch ein Gesundheitsgesetz. Wenn es mir gelingt, zu erreichen, dass gerade also Jugendliche, der Konsum findet ja statt, dass da deutlich weniger konsumiert wird, weil ich rüberbringen kann, dass das einfach, wenn das Gehirn noch wächst, dem Gehirn schadet. Das wenn stimmt. ich das rüberbringen das kann, stimmt. dann ist das eine super Gelegenheit, anlässlich dieses Gesetzes zu sagen, wenn ihr das macht, fangt später mit an und macht wenig. Am besten also ab 25, wenn es schon sein muss, aber auf keinen Fall also in jungen Jahren. Ja. Wenn ich diese Info rüberbringe, das ist schon mal super viel wert, weil viele junge Leute haben keine Ahnung, dass ich sich damit einen dauerhaften Nachteil reinrauchen können. Das, ja. Wer will das schon? Und wenn es dann meinetwegen beim medizinischen Cannabis darauf hinausläuft, dass Leute sich besser auskennen, was sind das für Krankheiten, bei wem bekomme ich das, welche Sorten spielen eine Rolle und so, das ist ja auch dann mehr Info. Von daher finde ich, das Ganze muss aus der Schmuddelecke raus, ja. Sonst machen wir keinen Fall. Aber ist das, wird das in den Genossenschaften dann auch so sein, dass man da mehrere Sorten Gras anbieten kann und dass man sich halt auch informieren kann? Und ja, weshalb nicht? Seinem Gusto nach genau. halt die Sorte bestimmen. Grob gesprochen, der Cannabis-Kultivar. Was heißt das? Der Hersteller. Ja, der die Sorten kultiviert. Mhm. Das ist, ich wollte jetzt klug und. Ich wollte klug und kenntnisreich wirken. Daher habe ich hier den Begriff der Cannabis-Kultivar so in die Rede. Bei uns noch nie einer das genannt, den Kultivar, keine Ahnung. Das ist Gott, Französisch das oder so. Der Cannabis-Kultivar. Der junge Mann, ja. Ja, oder die junge Frau. Wir müssen hier ist vorsichtig sein bei den Genderrollen. Ja. Was ist mit dem? Die Cannabis-Kultivarin also kann dann meinetwegen sich also auf die Sorten konzentrieren, kann sagen, das ist der Vorteil hier, das ist der Nachteil genau. hier und so weiter und so fort. Kann, wieso soll man da nicht also so vorgehen, dass man sagt, okay, das ist jetzt legal und wenn es legal ist, stehen wir auch zu Qualitätsunterschieden, solange das in diesen Regeln läuft, die wir jetzt machen. Mhm, gut. Ja, ich finde, das darf halt nicht, das kann viel mehr, also die Leute könnten viel mehr aufgeklärt werden und aus dieser Schmuddelecke rauskommen. Aus der Schmuddelecke kommst du aber halt raus durch eine größere Auswahl, durch Legalisierung, auch wenn es erstmal halb legalisiert ist. Trotzdem, ja, wir gucken dann, wie das läuft. Wie lange gibt's denn da eine Zeitspanne, die ihr euch ausgemalt habt, wie lange das erstmal laufen soll? Genau, wir evaluieren das. Wir prüfen das, also ob das die Früchte trägt, die wir sehen wollen. Nach 4 Jahren spätestens machen wir eine Auswertung und schauen, sind die Träume des Gesundheitsministers wahr geworden. Wir haben bei den Jugendlichen keinen Konsumanstieg. Weil er jetzt steigt. Also wenn wir die Steigerung bei den Jugendlichen schon, also wenn wir die schon beenden könnten und es wird später runtergehen, das wäre ein Riesenerfolg. Da werden wir drauf gucken. Wir wollen erreichen, dass tatsächlich also der Schwarzmarkt zurückgeht. Ich will ja keinen zusätzlichen Markt schaffen. Ich will ja idealerweise, klingt jetzt hart für dich, aber musst du eine Sekunde stark sein, ich will ja, dass weniger konsumiert wird. Und weil ich will, dass weniger konsumiert wird, müssen wir schauen, dass wir nicht einen zusätzlichen Markt bringen und der Schwarzmarkt blüht weiter, sondern das muss den Schwarzmarkt zurückdrängen. Und das werden wir auswerten. Und wenn das alles funktioniert, das wird ja in vielen Ländern beachtet, was wir hier machen. Das ist ein wichtiges Experiment. Das ist die größte Legalisierung im Cannabis-Bereich, die derzeit stattfindet. Das heißt, viele andere europäische Länder, die auch darüber nachdenken, gucken sich das genau an. Da müssen wir sehr sauber auswerten. Das machen wir mit viel Expertise. Da gehen wir sehr gründlich ran, sodass das Ganze dann also ausgewertet werden kann, nicht nur für uns, sondern auch für andere Länder. Wird viel drauf geguckt.
Glaubt ihr nicht, dass gerade die 18- bis 21-Jährigen, dass die einfach weiter auf den Schwarzmarkt zurückgreifen werden, wenn die halt so eingeschränkt sind? Glaube ich gar nicht. Und zwar, wenn wir rüberbringen, dass also bei 18 bis 21 es sehr wichtig ist, dass der THC-Gehalt nicht zu hoch ist, weil sonst das Gehirn also mehr wegnimmt, als wenn der THC-Gehalt niedriger ist. Wird es in der Genossenschaft weniger sein als auf der Straße? Auf jeden Fall, aber nur bei den 18- bis 21-Jährigen, weil wenn eine neue Frage dazukommt, kann ich mich so lange nicht konzentrieren. Kein Problem. Also die kurze Konzentrationsspanne noch, ohne Cannabiskonsum. Aber daher die Frage, ja, 18 bis 21, die Leute werden also denken, okay, jetzt höre ich hier überall, also dass da 10% THC soll nicht drüber sein. Da werden viele sich denken, okay, wenn ich jetzt schon in dem Alter konsumiere, dann nehme ich lieber den Stoff, der mir weniger schadet, weil ich muss davon ausgehen, der Dealer sagt mir ja nicht, wie viel da drin ist, dass da Konzentrationen drin sind, die für mich sehr ungut sind. Ich glaube daher, die Leute werden schon sich überlegen, okay, ich mache das jetzt, aber ich will auf der vorsichtigen Seite sein. Glaube ich schon. Ich glaube gerade, die jungen Leute wollen sich zuballern. Und da ist, je mehr, desto besser. Glaube ich nicht. Also glaube ich nicht. Die jungen Leute wollen was erleben, sind aber nicht doof. Und die also haben keinen. Du sagst also, 18- bis 21-Jährige sind nicht doof. Die sind nicht doof, ist mein Eindruck. Also gibt hier und da eine Ausnahme. Aber 18- bis 21-Jährige, die was erleben wollen, sind typischerweise nicht doof und die werden sich überlegen, wenn ich hier eine Qualität haben kann, die mir nicht so stark schadet, wie das Zeug auf dem Schwarzmarkt, keine Beimengungen, was soll ich da ins Risiko gehen? Das ist Spekulation. Ich glaube, das ist Spekulation. Bin ein, also ich weiß nicht, Optimist. Ob das in einer deiner Statistiken da irgendwo steht. Nee, haben wir keine Statistik. Aber wir haben natürlich Leute befragt, wie reagiert er darauf und so. Ich glaube, diese Info, die da also rüberkommt, der Stoff ist oft toxisch dosiert, es gibt Beimengungen, Unreinigungen und so weiter und so fort. Da wird schon dazu führen, dass die Gelegenheitskonsumenten, das sind ja die meisten in der Altersgruppe, die Leute, die jetzt komplett verloren sind, weil die noch ganz andere Probleme haben, das ist ein Problem, das wird man damit nicht unbedingt lösen können. Aber die Gelegenheitskonsumenten, der Studierende, die Studierende, der Handwerker, der da ab und zu was konsumiert und das also in Maßen haben will, der wird schon denken, also hier der Gesundheitsminister, den wähle ich zwar nicht, der macht aber hier den Eindruck, der kennt sich ein bisschen aus, der sagt 10%, also da soll nicht drüber liegen, wird der ein oder andere sagen, dann gehe ich an die Genossenschaft. 10% ist schon echt wenig. Aber Hört man so. Ja, hört man so. Als ich angefangen habe, da hat man sich noch dafür interessiert, wie viel THC da drin ist und so weiter. Und ich fand 14% halt, damit das war das Gras, was es damals gab. Ja. Es ging auch nicht höher, aber das war halt das Gras, was es gab. Und das fand ich toll. 14% fand ich toll. Da habe ich gelacht und ich habe so Hunger auf Süßigkeiten bekommen und so, wie das so halt ist, so als Anfänger. Das ist ja bei mir schon lange nicht mehr so. Ja, man muss aber auch der Ehrlichkeit halber sagen, der Stoff, der heute zum Teil gehandelt wird, hat viel höhere Konzentrationen. Ja, an die 30. Und damit schade ich mir einfach sehr stark. Das glaube ich auch. Gerade in der Zeit, wo das Gehirn sich entwickeln soll. Und so. Ja. Und also, was habe ich da davon? Also wenn ich da also meinetwegen 2-3 Jahre lang also einen Stoff konsumiert habe, der mir nicht gut getan hat. Ich kriege das Studium nicht zu Ende. Ich komme nicht zurecht. Davon hat doch niemand etwas. Von daher glaube ich schon, also dass wir das Ganze hier in eine geordnete Bahn bringen. Das klingt jetzt mal unsexy, aber viele werden denken, das reicht mir schon. Die Wirkung ist ja da. Es ist eine Bahn. Es ist eine Bahn, genau. Es ist eine Bahn, was so. Dafür können wir schon sehr dankbar sein, dass du die Bahn auf die Schiene gebracht hast. Ich arbeite daran. Ja. Jetzt nochmal zurück zum Punkt. Ich glaube, ein Argument, gerade für die jüngeren Leute, ist es, wenn es natürlich viel billiger ist als auf der Straße in diesen Genossenschaften. Gehen wir davon aus, dass es halt... Ich gehe davon aus, dass es billiger ist. Also die Genossenschaft baut ja hier an zum also Selbstkostenpreis. Das sind ja die Mitglieder, können ja keine Gewinne gemacht werden, kann nichts. Und wenn man das über den Daumen peilt, dann wird man da gut unter den also 10-Euro-Preisprogramm wegkommen. Das wird billiger sein. Also die Genossenschaft kauft nicht, die muss herstellen selber, die stellt her, genau. Die kauft nicht, sondern die stellt her. Und
Das ist genau wie beim Eigenanbau, das ist billiger. Das ist schon billiger. Der gesamte Kram drumherum, die Organisation auf dem Schwarzmarkt, der Import, das also Verborgene, die Gewinnmarge A, B, C, werden ja hohe Gewinne gemacht. Also das vielleicht Knast, die Knastwahrscheinlichkeit, die wird ja mit auf den Preis gerechnet. Muss auf den Preis gerechnet werden. Ja. Wenn ich also für, sagen wir mal, 5 Jahre Dealen ein Jahr im Knast sitze, dann muss es ja auf den Preis, von daher, das ist einfach nichts Schönes. Und von daher glaube ich, dass wir also konkurrenzfähig sind, dass der Genossenschaftsanbau Konkurrenz, die Social Clubs, das wird konkurrenzfähig sein, der Stoff wird billiger sein und man hat eine Qualität, auf die man sich ein Stückchen verlassen kann. Ja, gut. Wenn es so ist, dann ist das so. Und ich, wie gesagt, ich find's schön, dass es überhaupt mal in so eine Richtung geht. In so eine Richtung, wo ich auch abnehmen kann und versuchen kann, die Leute aufzuklären und das aus dieser Schmuddelecke rauszuholen und ne, wirklich so ein bisschen Aufklärungsarbeit, das schreibe ich mir ja auf die Fahne. Ja. Jetzt gerade, jetzt wo du das halt freigibst, schreibe ich mir auf die Fahne, da ein bisschen aufzuklären und den Leuten klarzumachen, was das alles bringt und dass es verschiedene Sorten gibt, dass man da, dass es halt auch Medizin ist. Ja, und dass es Leuten auch hilft, dass es nicht nur so ein Kulturding ist, so ein Lifestyle-Ding, sondern dass es halt auch Medizin ist und auch für gewisse Situationen Vorteile bringt. Ist so, also es war jetzt ein guter Werbeblock, ne, also muss man sagen, Chapeau, aber es ist wirklich Medizin für eine kleine Gruppe. Darf auch nicht der Eindruck entstehen, dass für jeden Medizin, wer es braucht, natürlich. Nur für den, der es braucht, das ist klar. Und das soll auch weiter unangetastet werden. Also was wir nicht wollen, ist, dass diejenigen, die bisher das aus medizinischen Gründen auch von der Kasse bezahlt bekommen, dass die jetzt plötzlich... Die gehen weiter zur Apotheke. Die können weiter ganz genau zur Apotheke gehen. Das ist gewährleistet, sodass man das relativ streng trennt. Und wenn man das sauber trennt und wenn man also die Gefahren rüberbringt, also wenn ihr es macht, macht es spät und macht wenig, kann das alles besser werden. Das glaube ich. Ja, Jugendschutz. Mehr Jugendschutz, ja. Genau, mehr Jugendschutz. Und das Gesetz ist auf jeden Fall in folgender Hinsicht ein Stück, was wir nutzen können, also Schmuddelecke und so weiter. Ich glaube, wenn das Gesetz kommt, da wird ja jetzt viel drüber geredet werden. Das betrifft junge Leute, das ist interessant und so. Also wir werden nach der Phase, wo das angelaufen ist, wird jeder Jugendliche wird wissen, dass der Konsum in Schulzeiten, also in Jugendzeiten, dass das tatsächlich dauerhafte Schäden fürs wachsende Gehirn bringt. Das wussten heute viele nicht. Wie wird der das wissen, wenn du das sagst? Oder gibt es wir machen Informationskampagnen, die Debatte wird darum. Die Leute, die das Gesetz kritisieren, helfen mir ja dabei. Mhm. Die Leute, jetzt, die da hingehen und sagen, was ist das für ein beschissenes Gesetz, das hätte man gar nicht legalisieren dürfen. Da kommt dann raus, weshalb nicht? Ja, weil es eben also Schäden beim wachsenden Gehirn macht. Und dann halte ich dagegen und sage, naja, der Konsum ist doch da, aber man spricht drüber. Alle sprechen darüber, dass der Schaden bei Kindern und Jugendlichen, ja. Viele Eltern kapieren das zum ersten Mal, viele Eltern wissen, dass die Kinder konsumieren, haben aber keine Ahnung, dass ihnen das schadet. Viele wissen nicht, dass einfach schlicht und ergreifend die Wahrscheinlichkeit, dass ich meinetwegen mein Abitur packe oder also, dass ich nachher das Studium zu Ende bringe, dass diese Wahrscheinlichkeit hat, sinkt, wenn ich also konsumiere oder wenn ich viel konsumiere, wenn ich toxisch konsumiere und so. Und all diese Info, das wird für mich arbeiten bei dieser Aufklärungskampagne, diejenigen, die fürs Gesetz sind und die dagegen sind. Die dafür sind, die sagen, das ist ein gutes Gesetz, weil Lauterbach will, dass dieser Schutz der jungen Leute stattfindet. Und diejenigen, die dagegen sind, die sagen, Lauterbach bringt ein Gesetz, was scheiße ist, weil er übersieht, dass das den Jugendlichen schadet. Aber beide sagen, es schadet den Jugendlichen. Von daher gewinne ich, was diese Info angeht, auf der Strecke immer. Mhm. Ja. Das stimmt. Da denke ich mal. Also. Ja, ich finde auch, das Gefährlichste, das, worüber man sich am meisten Sorgen machen muss, ist natürlich der Konsum bei den Jugendlichen. So ist das. Das ist so. Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Ja, haben wir. Haben wir grundsätzlich. Tragen wir die Brille. Nee, das hört sich so. Karl, für mich wäre es das gewesen. Ich habe alle Infos bekommen, die ich brauchte. Super, dann kann ich mich wieder deiner Musik widmen. Ja.
Das war jetzt wirklich gelogen. Hab mich draus gemacht. War sehr gut. War sehr aufschlussreich. Dankeschön. Ein spannender Schlagabtausch war das, ein interessantes Gespräch. Danke, dass ihr mit dabei wart. Das war er, unser heutiger Keef Talk. Wir bleiben natürlich dran am Thema. Wir werden weiter drüber sprechen in weiteren Talks mit weiteren spannenden Gästen. Bis dahin, viele Grüße an die Keef Family.